Der Mond geht unter, ein neuer Tag bricht an. Dünner Bodennebel wabert umher und bildet feine Linien über die taunassen oder sogar schon weiß verreiften Felder. Oft sind die flachen Nebelfelder nur wenige Meter mächtig, die Baumwipfel ragen darüber hinaus. Die frühen Morgenstunden haben in diesen Tagen ihren ganz eigenen Reiz, der einen in den Bann zieht und dem man sich kaum entziehen kann. Frühaufstehern mit Zeit und etwas Muße bildet sich ein wunderschönes Schauspiel. Die aufgehende Sonne sorgt für ein eindrucksvolles Farbspektakel mit dem typischen weichen, warmen Licht der Herbstmonate. Mit etwas Glück kann man sogar noch äsende Rehe oder, wie hier, einen Greifvogel auf Futtersuche sehen. Die Sonne hat im September noch viel Kraft und schafft es meist rasch, den morgendlichen Nebel aufzulösen. Die Feuchtigkeit hängt jedoch vor allem in den Wäldern und im Schatten noch eine Weile in der Luft, was in Kombination mit den schräg einfallenden Sonnenstrahlen für stetig wechselnde Lichtspiele sorgt. Das silbrige Glänzen auf vielen Wiesen kommt von den unzähligen Spinnweben, deren Tautropfen das Sonnenlicht spiegeln. Auch in den kommenden Tagen hält sich das sonnige Herbstwetter. Früh aufstehen lohnt sich also, dicke Jacke und warme Socken sollten aber eingeplant werden.